Anton Simonet, Sie sind Leiter vom Wealth Management von der UBS in der Schweiz. Sie setzen sich für mehr Anlageberaterinnen ein, also mehr Frauen in der Anlageberatung. Was sind die Initiativen, die bei der UBS diesbezüglich laufen? Wir haben natürlich sehr gute Erfahrung gemacht mit gemischten Teams und darum sind wir sehr froh, dass wir nach wie vor sehr viele neue Talente gewinnen können, eben auch Anlageberaterinnen. Initiativen haben wir, dass wir natürlich bereits aus der Ausbildung die Anlageberaterinnen selektieren, die nachher gerne bei uns im Kundengeschäft tätig sein wollen. Jetzt müssen wir eigentlich sagen, weil in einer qualitativ höchststehenden Beratung spielt das Geschlecht von der Person eigentlich keine Rolle, die einen beratet. Wieso machen Sie trotzdem die Unterscheidung? Es gibt natürlich Kunden, die sehr gerne von weiblichen Anlageberaterinnen betreut werden möchten. Es gibt übrigens auch sehr viele, die unbedingt einen Mann möchten als Anlageberater. Wir möchten einfach die Möglichkeit geben, unseren Kunden selber auszuwählen, von wem sie beraten werden möchten. Qualitativ, haben Sie recht, gibt es keinen Unterschied in der Beratung. Was sind denn das für Kunden, die zum Beispiel nur von einer Frau oder nur von einem Mann beraten werden? Das hängt natürlich ein bisschen auch mit dem Weltbild zusammen. Aber wir haben sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, indem wir eben den Kunden fragen, von wem er beraten werden möchte. Es hat übrigens nicht nur mit Mann und Frau zu tun, sondern auch sehr viel auf die Frage, wie viel Erfahrung jemand möchte in der Beratung einbringen, ob jemand eine jüngere, eine ältere Mitarbeiterin oder Mitarbeiter möchte haben und auch was der berufliche Hintergrund von der Kundenberaterin oder Kundenberater sein darf. Jetzt, wenn man es als Unternehmen, das doch dem Wirtschaftsliberalismus verpflichtet ist, müssten Sie eigentlich gegen eine Quote sein, also geschlechterspezifisch bei der Beratung, oder haben Sie bei der UBS trotzdem vor, eine Art Quote einzuführen? Nein, Quote ist nicht etwas, das wir in die Kundenberatung einführen möchten. Wir haben aber ein Förderprogramm, weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir vor allem unsere weiblichen Anlageberaterinnen fördern können. Das haben wir, aber Quoten und Vorschriften möchten wir in der Kundenberatung nicht einführen. Herr Simonet, vielen Dank für Ihre Antworten.